In der Schule haben die Kinder schätzen, also so ungefähr. Na und wer kann gut schätzen? Nicht? Und der kleine Rude gleich hinten in der letzten Reihe. Herr Lehrer, ich kann gut schätzen. Schätze mal, wie hoch ist die Schule, das Gebäude? Na, der kleine Rude sagt, na, die Schule wird so sein, 1,30 Meter. Sagt der Herr, da hast du dich total verschätzt. Sagt er, wie groß bist denn du? Sagt er, ja, ich bin 1,50 Meter, nicht? Sagt er, dann siehst du, das stimmt nicht, nicht? Sagt er, oh ja, das steht mir bis daher. Moment! Der geht ja noch ein bisschen weiter. Geht er noch weiter? Der geht noch weiter. Nein, das wird nur ein Zehner. Jetzt steht ihm der Lehrer aus dem Gang, nicht? Draußen steht der Direktor, sagt er, warum stehst denn du heraus, da, Rudi? Sagt er, ja, Herr Direktor, mit dem Schätzen gehabt und immer total verschätzt. Nicht? Sagt er, pass auf, kannst sofort wieder in die Klasse rein, wenn du schätzt, wie alt ich bin als Direktor. Nicht? Der Rudi schaut den Direktor an, sagt er, Herr Direktor, Sie sind 44 Jahre. Sagt er, erst, wieso? Ich habe heute Geburtstag, genau 44 Jahre. Wie weißt denn du das so genau? Sagt er, das ist ganz einfach. Ich habe daheim einen Bruder, der ist ein Halbtrottel und der ist 22. Danke.